Komfort im Boxenlaufstall an. Wir erstellen ein komplettes Lüftungskonzept, bestehend aus der Curtain-Seitenlüftung für die Zuluft und dem ISO-Lichtfest für die Abluft. Hygienische Edelstahltränken bieten das Wasser für höchste Milchleistung. Verschiedene Liegeboxenbügel erfüllen die unterschiedlichen Ansprüche für den Liegekomfort. Weiche Polsterungen für die Liegeflächen schonen Gelenke und Knochen. Durch die Spezialisierung bieten wir Ihnen ein hohes Maß an Fachkompetenz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit den ersten Töchtern aus dem Wiedereinsatz des Bullen Cassano zeigen wir die Nachzucht eines Bullen, der zu den populärsten Vererbern der letzten Jahre Deutschlands gehörte. Dass dieser Bulle so populär wurde, war nicht sicher. Die Karriere des Bullen hing sozusagen an einem seidenen Faden. Als die ersten Töchter Cassanos in Milch kamen und für Furore sorgte, sein erster Zuchtwert bekannt wurde und wir alle gespannt waren, wie der Bulle denn nun produzieren würde, verweigerte der Bulle zunächst einmal seine Hauptaufgabe. Erst durch eine geglückte chiropraktische Behandlung und durch den tollen Einsatz unseres Mitarbeiterteams auf der Besamungsstation in Haselünne gelang es uns, dass Cassano sich zu einem hervorragenden Spermaproduzenten entwickeln konnte, der mehr bis zu 100.000 Portionen pro Jahr produziert. Diese Produktion ist die Voraussetzung dafür, dass Cassano umfangreich in der Bundesrepublik Deutschland eingesetzt werden konnte, aber auch international starke Nachfrage fand. Cassano war im Jahr 2009 der Bulle an Nummer 6 der deutschen Topliste der meistgenutzten Vererber und konnte sich im Jahr 2010 gar die Spitze setzen mit 56.000 Erstbesamer. Der Bulle Cassano wurde von Familie Feige in Bad Berleburg gezüchtet. Er stammt mütterlicherseits aus der Conan Acres Suite-Familie. Bekannt ist die Elevation Suite aus dieser Gruppenfamilie, aus der der Bulle Broca hervorging, aber auch ein bekannter deutscher Bulle wie Tredello ging aus dieser Kuhfamilie hervor. Aus dieser Familie kaufte sich der Zuchtbetrieb Feige eine Marconi-Tochter als Kalb zu. Diese Marconi entwickelte sich ganz hervorragend, sie wurde mit 92 Punkten eingestuft, gab in 7 Laktationen über 11.000 Kilogramm Milch und man höre und staune, war bei jeder Belegung gleich nach der ersten Besamung tragend. Cassano ist ein Bulle, Sie sehen die Töchter hier im Ring, der milchtypische, überdurchschnittlich große, edle Tiere macht, mit hervorragendem Typ, mit guter Ausstrahlung, mit hervorragender Rippenwölbung und ganz besonders hervorzuheben ist die ideale Beckenlage seiner Töchter und das sehr breite Becken. Im Gegensatz zu vielen Championshöhlen ist Cassano ein Bulle, der sich solide in den Fundamenten vererbt. Die Töchter haben normal gewickelte Beine, die bewegen sich korrekt. Sie marschieren durch und sie sind nicht bange, Leistungen zu produzieren. Das können Sie auch sehen. Die Euter der Cassanos sind breit angesetzt. Sie haben ein starkes Zentralband, mittlere Vorderhäuterumfängung, mittlere Länge und die Striche sind eher innen angesetzt. Die Cassanos verfügen über eine gute Wägbarkeit, eine gute Eutergesundheit und der Bulle ist, glaube ich, wie Sie an der Töchtergruppe sehen können, zu Recht sehr stark genutzt worden. Leider einschränkend müssen wir sagen, dass sich im Nachhinein er als Brachyspina-Träger herausgestellt hat. Aber der Bulle hat so viele Vorzüge, dass wenn er entsprechend angepaart wird, auf die richtige Muttergrundlage eingesetzt werden kann, richtige Spitzentiere hervorbringen kann, was Sie eben in der Schau schon sehen konnten, jetzt an der Töchtergruppe demonstriert bekommen. Und wir sind sicher, dass wir von Cassano noch viele gute Töchter auf den verschiedenen Schauen der nächsten Monate und Jahre sehen werden. Auch wir wollten heute Herrn Feige als Züchter des Bullen auszeichnen. Herr Feige musste leider aus gesundheitlichen Gründen absagen. Ihm geht es aber gut, er ist auf dem Weg der Besserung und
Wir werden eben das Erinnerungsfoto an die heutige Nachzugpräsentation, das Foto des Bohlen, auch zukommen lassen. Und wir bedanken uns auf diese Weise nochmal für die Zucht dieses Bohlen und Überlassung des Bohlens an die selbst. Zum Abschluss der Nachzugpräsentation möchte ich... Sie stellen das alles ins Internet, habe ich gar nicht gewusst. Wenn Sie die Tiere dann aufgestellt haben und die Fotos geschossen sind, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen Züchtern, die uns heute ihre Tiere zur Verfügung gestellt haben für diese Präsentation. Es ist nicht selbstverständlich, wir wissen das zu schätzen, aber es ist sicherlich auch von allen Züchtern, die Tiere stellen, einen Dienst an ihre Kollegen, die sich dann hier vor Ort ein Bild davon machen können, wie sie so ein Bohle wie Kassan oder auch Salas oder auch Biarritz vererbt. Herzlichen Dank den Beschickern, herzlichen Dank auch unserem tollen Betreuerteam, die die Nachzucht vorbereitet haben und wieder mal hervorragende Arbeit geleistet haben. Und ich möchte Sie alle bitten, mit einem kräftigen Applaus diese Arbeit und auch die Bereitschaft der Züchter und Tiere auszustellen, hier zu honorieren. Herzlichen Dank dafür.